Blauer Himmel, Sonnenschein. Gemeinsam mit Sven habe ich mich heute wieder auf die Reise in längst vergessene Zeiten gemacht. Dieser Bauernhof sah von außen so aus, als wäre das Dach aufgrund von mangelnder Bausubstanz in sich zusammengebrochen. Dass wir im Inneren des Hauses tatsächlich noch auf zurückgelassenes Mobiliar, Kleidung und vieles an persönlichen Unterlagen treffen, damit haben wir am Anfang nicht gerechnet. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich bin heute gemeinsam mit Sven unterwegs und wir schauen uns einen alten, verlassenen Bauernhof an. Vielleicht auch ein altes Gehöft, man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall von außen schon ziemlich einbruchgefährdet aus. Ich glaube auch schon, so ein kleiner Teil von der Scheune ist schon eingestürzt. Ich würde sagen, bleibt dran, um nichts zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also man sieht auf jeden Fall, dass das Ganze schon länger verlassen ist. Ich kann euch ehrlich gesagt kein Jahresdatum dazu jetzt sagen. Hier vorne liegen überall so komische alte Gestelle. Da vorne haben wir dann irgendwie so eine Art Silo. Überall diese komischen Gitterboxen. Und da vorne geht es in Richtung Bauernhaus. Ich bin wirklich ziemlich gespannt. Also ich vermute tatsächlich mittlerweile, dass diese Gitterboxen irgendwie ja, so eine Art Lagerboxen waren für Stroh, Heu, irgendwie sowas um den Dreh. Was vielleicht vom Feld noch ein bisschen getrocknet werden musste. Guck mal, das geht ja hier so weiter. Oder ob das irgendwie so eine Art Holzregal, Holzstapelregal, Holzstapelhilfe oder sowas war. Sieht auf jeden Fall schrottmäßig aus. Also schrottmäßig im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht aus wie irgendwie, ja, alte Gestelle, die irgendwo aus der Fabrikhalle stammen oder sowas. Da vorne haben wir tatsächlich auch noch einen alten Wohnwagen. Und da vorne, wo der Sven jetzt gerade langläuft, alles voller Reifen und dieser Europaletten. Guck mal, Wohnwagen ist aber auch schon komplett zerstört, also überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Hier ist schon das Plastik kaputt. Ja, so ganz wirklich interessant sieht das Ganze nicht mehr aus. Ich glaube, der hat die besten Zeiten hinter sich. Also man riecht auf jeden Fall schon den typischen Lost Place Geruch. Und hier haben wir tatsächlich so einen alten Bulli mit großer Ladefläche. Sieht im Sonnenschein tatsächlich richtig, richtig gut aus. Aber auch der ist schon komplett ja, eingewachsen. Guck mal, da wachsen hier auf der Armatur schon Pflanzen drauf. Und die Windschutzscheibe, die ist auch, naja, noch vorhanden, aber nicht mehr so wirklich intakt. Guck mal, auch die Räder mittlerweile komplett unten im Erdboden versunken. Ach, herrlich, Leute. Sonnenschein, blauer Himmel. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es zaubert einen wirklich ein Lächeln ins Gesicht. Ja, und hier vorne sieht es schon ziemlich stark einsturzgefährdet aus. Guck mal, da vorne ist die ganze Hauswand bzw. die komplette Fassade zusammengebrochen. Kaputte Scheiben überall hier. Und da vorne ist tatsächlich was auf. Eieiei, hier liegt schon einiges an Mobiliar draußen. Alles voller Papiere hier auf dem Boden. Und es scheint zunächst ins, man weiß es nicht, Wohnzimmer zu gehen. Hier steht irgendwie ein altes Bett. Oder ob das mal irgendwie Schlafzimmer war. Könnte tatsächlich auch Schlafzimmer gewesen sein. Kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich vermute auf jeden Fall, dass das, wo man den Fernseher da vorne sehen kann, dass das irgendwie so in Richtung Wohnzimmer, Stube, irgendwie so um den Dreh geht. Die ganzen Polster sind schon zusammengestellt. Und guckt euch das mal an. Hier ist komplett alles eingefallen. Also das ganze Dach ist runtergekommen, die ganze oberste Etage. Es ist alles voller dieser Decken, ja, dieser Decken, Strohdecken. Und alles ist hier auf Sofa zurückgefallen. Da liegen noch alte Zeitungen drauf.
Und es ist wirklich alles runtergekommen von der Decke. Spinnweben sind dran und es ist alles staubig. Das hat auf jeden Fall was. Die Location hat was, auch wenn es von außen wirklich schäbig aussieht. Ich nehme das Ganze vielleicht nochmal zurück. Es ist wirklich so dieses Typische, wo man sagen kann, Lost Place. Definitiv Lost Place, ohne Wenn und Aber. Und ich habe tatsächlich gerade gesehen, in der Etage über uns scheint mal irgendwie ein Bett gestanden zu haben. Weil dieses Bett, das sehen wir genau da vorne. Da ist das ganze Bett mit runtergekommen irgendwie. Hier tatsächlich gerade gefunden, Trainingsbilder. Gut, wenn derjenige hier auch irgendwie Pferde hatte oder sowas. Das preisliche Ergebnis der Pferdener Frühjahrsauktion 1984. Also was ich tatsächlich wirklich bemerkenswert finde, sind die ganzen Unterlagen, die hier auf dem Boden liegen und so im Winde verwehen. Und ich glaube, das zieht sich dann einmal komplett durch dieses ganze Haus, so wie es aussieht. Hier ist auch tatsächlich so ein richtiger Windzug drin irgendwie. Wo kommen wir hier hin? Flur? Oh ja, sieht so ein bisschen nach Flur aus. Da vorne sehe ich schon ein Badezimmer. Aber unterlagentechnisch geht es hier tatsächlich wirklich so weiter wie in den anderen Räumen, die wir bisher gesehen haben. Auf jeden Fall. Alte Zeitungen. Ja, es ist wirklich, man könnte sagen, hier hat zum Ende hin irgendjemand gelebt, der das Ganze nicht mehr richtig unterhalten konnte. Da hinten liegen noch irgendwelche Mäntel, also Kleidungsstücke. Und in diesem Haus ist alles voller Pfandflaschen. Ja, und was wir hier für Arzneimittel haben, beziehungsweise ob es überhaupt Arzneimittel sind, Biovital flüssig. Stärkt Herz, Kreislauf und Nerven. Okay, das hat auf jeden Fall was mit Medikamenten zu tun. Novalgin. Innerlich. Irgendwas mit Chlor. Ah, sehr merkwürdig, dass man das hier so im Regal aufbewahrt hat. Finde ich schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, grenzwertig. Was man hier auf jeden Fall wieder schön sehen kann, ist diese Strohdecke, die auch hier im Flur mittlerweile schon einzubrechen droht. Und so wie es aussieht, geht es von der Diele aus direkt irgendwie in die Scheune da vorne. Oh, guck mal, dieses ganze Gedöns, was hier auf dem Boden liegt. Porzellan, Tupperdosen, Gewürze, alles aus den Schränken rausgerissen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mir so einen Schrank ins Wohnzimmer bzw. in den Flur hier stellen würde. Guckt euch das an. Kinderschuhe. Dann dieses Ketka. Aber wirklich, es ist auffällig, dass hier alles voller Dokumente auf dem Boden liegt. Allein das Badezimmer. Guckt euch das Badezimmer mal an. Diese kleine Badewanne. Und überall alles voller Flaschen. Was ist hier denn passiert? Was ist das denn? Das sieht so aus, als wenn da irgendwie Kaffee oder Erde ausgekippt ist. Wo kommt denn das her? Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Oder ob das irgendwie ein Putzmittel, Reinigungsmittel, Dünger, was auch immer war. Es sieht auf jeden Fall eklig aus. Ui, hier sieht es ganz nach Büro aus. Guck mal, hier sind tatsächlich Unterlagen, die hier zusammengesammelt in so einer kleinen, in so einem kleinen Karton liegen. ZDF. Ach, guckt euch das an. Damit habe ich mich auch gerade tatsächlich auseinandersetzen müssen. Rundfunkgebührenabwicklung ARD und ZDF. Alles voller Zeitung, Leute. Guckt euch das an. Hier eine alte Bild vom 1. Juli 1996. Und die hat 70 Pfennig damals gekostet. Mitteilung über die Leistungshöhe ab dem 1.4.2004. Das erste Datum, was mir nicht so surreal vorkommt wie 1997 oder sowas. Also sieht für mich tatsächlich so aus, als wenn hier Leute nach irgendwas Wertvollem gesucht haben, dabei alles durchgewühlt haben und dementsprechend die ganzen Unterlagen irgendwie, ja, wild verteilt hier auf dem Boden liegen. Guck mal, hier sind Gartenstühle drin. Scheint irgendwie wirklich so eine Art Stube gewesen zu sein, könnte ich mir vorstellen. Ja, und hier, wenn man mal so einen kleinen Blick riskiert, geht es da vorne in Richtung Küche. Hier hat schon jemand irgendwie so einen Eimer hingestellt zum Aufsammeln des Wassers, was wahrscheinlich mittlerweile hier durch die Decke eindringt. Ich glaube, das ist hier richtig, richtig feucht drin. Die Türzarge hängt durch und das scheint auch irgendwann demnächst zusammenzubrechen, so wie es aussieht. Also man läuft hier wirklich über diversen Müll bzw. über diverse Unterlagen. Hier vorne scheint es noch ein
weiteren Eingang gegeben zu haben. Ja, und was das hier für einzelne Räume waren. Leute, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Es sieht auf jeden Fall ziemlich nach Messi aus. Also wirklich wie aus den Schränken rausgerissen, nach wertvollen Sachen gesucht und alles so liegen gelassen. Kaputte Scheiben. Aber wieder interessant, so ein paar Sachen befinden sich tatsächlich noch im Schrank. Und auch saubere Sachen, ne? Auf jeden Fall scheint das mal hier irgendwie so eine Art Schlafzimmer gewesen zu sein. Mit Bett, Heizung, Schreibtisch, irgendwie sowas um den Dreh, würde ich fast sagen. So ganz viel erkennen kann man hier tatsächlich aber nicht mehr. Was haben wir hier noch? Eine Traueranzeige. In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem lieben Vater, Schwiegervater, Bruder und Schwager. 19.05.1918 geboren und am 22.03.1992 gestorben. In stiller Trauer, Familie und Verwandte. Oh, krass. Auch, dass das hier so, offensichtlich und rausgesucht liegt, als wenn sich das hier jemand zurechtgelegt hätte irgendwie. Und hier ist alles komplett zugestellt. Ob das irgendwie auch mal so eine Art Ankleideraum war? Ich glaube, hier hat wirklich auf jeden Fall eine größere Familie gelebt, so wie es aussieht. Wir haben hier noch einen großen Schrank, Spiegelschrank und aber auch wieder alles komplett Urino durchgewühlt. Hier kann man wirklich nicht mehr so ganz erkennen, als was dieser Raum genutzt wurde damals. Matratzen da hinten noch. Guck mal hier, Polster. Ich war tatsächlich auch gerade am Überlegen, ob ich hier mal die Treppe betrete und mal so einen Blick in die oberste Etage riskiere. Aber ich glaube, das sollten wir tatsächlich besser lassen. Hier, die erste Stufe, die geht schon, da machst du direkt einen Abgang in den Keller rein. Okay Leute, wieder schwieriges Unterfangen. Ich habe jetzt mich tatsächlich doch mal auf die Treppe gewagt. Hier oben scheint es aber tatsächlich alles vollgestellt zu sein mit Müll, beziehungsweise mit irgendwelchen Möbeln. Und man sieht da hinten links auch ganz schön, wie das alles eingebrochen ist. Ne, da waren wir eben gerade unten, das war das vermeintliche Wohnzimmer. Ich glaube nicht, dass ich hier noch unbedingt rauf muss. Obwohl da, der Kinderwagen sieht ja geil aus. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass nur ein kleiner Schritt reicht und dann alles zusammenbricht. Aber den Kinderwagen tatsächlich, der sieht noch ganz gut aus. So dieses typische alte aus dem 19. Jahrhundert. Ja, und hier haben wir tatsächlich schon so ein Freiluftdach. Ich glaube wirklich, Leute, das bricht eines Tages zusammen. So ein bisschen Sturm, so ein bisschen Wind und das letzte Fenster da oben wird auch rausfallen. Dann bricht das Ganze hier wirklich zusammen. Also hier macht sich wirklich bemerkbar, dass das Haus arbeitet. Ui. Ordentlich zugestellt das Ganze, würde ich sagen, ne? Ja. Aber richtig, nicht gerade groß, dahin ist noch ein weiterer Raum. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube mal Sven, das ist gar nicht so ganz klein, das ist aber alles komplett zugestellt. Und mit komplett meine ich auch komplett. Aber überall so Darmschuhe. Guck mal, hier sind auch sämtliche Unterlagen auf dem Boden. Ja, das sind nur weiße Papiere. Also ich finde tatsächlich, Keller sind ziemlich interessant und dieser Keller ist einfach nur wahnsinnig dolle zugestellt. Wahnsinnig dolle. Man kann nicht sehen, wie weit das geht. Man kann nicht einschätzen, wie viele Räume hier sind. Man kommt auch nirgendwo durch. Tja, kann man nichts machen. Sven sagt gerade, die Diele, die man jetzt hier vorne sehen kann, das war der Arbeitsbereich. Und von dieser Diele aus geht es da vorne zur Küche und auf der rechten Seite zu so kleinen Bestallungen. Ich würde sagen, wir werfen jetzt auf jeden Fall mal einen Blick in die Küche. Boah, das riecht hier so eklig. Der Kühlschrank, guckt euch das mal an. Alter Schwede, da kam auch schon die komplette Decke runter. Ich glaube, hier sind einfach noch ganz viele Lebensmittel, die offen sind. Deswegen stinkt das hier auch so. Weißt du, was Ginseng ist? Das ist was, wenn du zum Beispiel vergesslich bist, dann soll das angeblich das Gehirn unterstützen. Und soll das, diese Vergesslichkeit, also nicht Demenz, Demenz kannst du ja nicht heilen. Aber das hat zum Beispiel hier meine Nachbarin gekriegt. Ginseng. Ich wusste gar nicht, dass es das früher auch schon gab. Weil das muss ja schon länger hier stehen. Krass.
Es liegt hier wirklich alles willkürlich durcheinander. Also was hier tatsächlich auch wieder auffällt, alles voller Pfandflaschen. Und ja, was hier tatsächlich auch sehr interessant ist, das hat irgendwas mit Pferden zu tun. Das sind doch diese, ja, Riemen, um die Satteldecke zu befestigen, oder nicht? Und ich glaube, dass die metallischen Teile irgendwie dafür sind, um ja, Gespannwerke fertig zu machen. Die Frage ist, ob hier Pferde drinne waren, kleinere Tiere. Man weiß es nicht. Ist aber auch schon alles komplett zusammengestürzt, wie man sehen kann. Hier haben wir auch wieder so ein Silo, ne? Wie wir es da vorne im Garten da hinten eben auch schon gerade gesehen haben. Schon komplett am Rosten, das Ganze hier. So, wir haben jetzt hier vorne tatsächlich noch einen Raum. Ach, guckt euch das an. Ob das irgendwie mal so eine Art Kinderzimmer oder so war, wenn hier eine größere Familie gelebt hat. Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie kurz ohne Licht weitermachen, weil wir wieder direkt an der Straße sind. Hier steht ein Fahrrad drin. Ein Fahrrad und da vorne tatsächlich ein Regal voll voller Weggläser. Ich finde auf jeden Fall, die Fenster sehen extrem geil aus. So, wir sind jetzt wieder draußen. Richtig, richtig geiler Sonnenuntergang da hinten in der Ferne. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt der Aktion ein Like, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und schaut auch beim Sven vorbei. Das ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr zum nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein.